Mich stört das auch ein bisschen, dass wir kleine Siedlungen, so wie die spanische Siedlung hier, nicht einnehmen können. Glaube ich. Das ging nicht. Nee, können wir gleich nochmal versuchen, aber ich meine, das ging nicht. Okay, wo müssen wir denn hin? Da ist verlassene Örtchen, dann muss hier gleich so ein Dachsee kommen. Da ist so ein Vulkan, dann muss da der Schatz sein. Jo. Der war doch gerade eben auch, oder nicht? Haben wir aber auch schon genug Schätze gefunden, so langsam, würde ich sagen. Ah, Schenke aufsuchen. Hast du irgendwas? Ich nehme es natürlich. Halskette weiß ich jetzt gar nicht genau, wofür die ist. Aha, da will er hin. Machen wir nicht. Machen wir nicht mit. Aber angreifen konnten wir den ja nicht. Können die ja nur betreten, ne? Ja. Nö. Schade, dass wir die nicht angreifen können. Ja, jetzt die Frage, wo reisen wir denn jetzt mal hin? Oh, wir haben Hunger. Müssen wir mal schnell hier sowas Spanisches angreifen. Dann mal die Nahrung mitnehmen. ...50 Besatzung. Die können ja wohl nichts, würde ich mal behaupten. Ja, was mache ich denn gerade? Jetzt kann man das nutzen, schön. Ich glaube, das ist auch 100% erfolgreich immer. Das... Oh, was ist denn hier mit den Lattendingern? Macht er gar nichts mehr jetzt, oder was? Ey, habe ich zu schnell Gegenangriff gemacht. Muss natürlich immer erstmal die Abwehr ausführen lassen. Oh, ganz schön viel Gold sogar dabei gehabt, der gute. Also die Nahrung nehmen wir natürlich mit. Und dann weiter. Müssen wir natürlich mal in der Stadt rennen. Boah, ein Gouverneur. Den müssen wir wegmachen. Uhuhuhu. Könnten uns auch halt darum kümmern, dass wir hier unten erstmal ein paar englische Siedlungen hinballern können. Natürlich schwer, weil hier kaum Siedlungen sind, wo wir noch rein dürfen. Aber wenn wir nämlich jetzt versuchen, in eine spanische Stadt reinzukommen, das werden sie nicht so wollen. Jetzt mal zurück hier in unsere... In Trinidad. Wo gefühlt 80.000 Schätze auf der Insel versteckt sind. Infos sind natürlich immer mit. Oh, wir sind Nummer 6 jetzt unter den Piraten. Auch nicht schlecht. Kommt ran, Jungs, kommt ran. Der könnte uns jetzt befördern. Nein, die sind nicht mehr mit den... Mit den Spaniern im Krieg. Müssen wir Franzosen suchen. Okay. Verkaufen wir natürlich... So weit, bis er kommt hier mit den Tonnen. Reparieren wir unser kleines Schiff. Treiben ein bisschen Handel. Aber andersrum, bitte. Jawollo. Lebensmittel lassen wir so. Schiffsbau aussuchen. Ich will noch mal wissen, steht Laderaum 23 Tonnen?
Ah, das hier könnten wir eigentlich noch gut verkaufen. Ja, das eigentlich auch. Weil wir brauchen. Nützt nichts, wir brauchen größeres Schiff eigentlich eher. Was wir jetzt überlegen könnten, ist mal hier komplett abzuhauen. Irgendwie ist hier doch tote Hose jetzt gerade unten. Müssen wir mal an die nächste englische Stadt ran, würde ich sagen. Oh, guck mal, englische Siedlung. Da können wir mal was anderes machen. Können nämlich auch einen Gouverneur begleiten, um das Aufstreben einer Stadt zu beschleunigen. Jetzt hier. Ich wurde zum neuen Gouverneur von Estikitz ernannt. Ich habe großes Vor, was das wirtschaftliche Wachstum angeht. Das Geld, ich gehe davon aus, dass ihr auf meinem Schiff Acht geben werdet, während ich meine neue Aufgabe widme. Na klar, machen wir das. Das ist doch kein Problem. Ah, noch ein Karten. Ich will's. Ich will das. Scheiße. Scheiße. Verklickt. Ja, dann behalten wir das kurz erstmal noch. Wo ist der Gouverneur da? Oh. Nicht angreifen, das wäre jetzt assi. Boah, französisches Kaperschiff. Ich weiß nicht, müssen wir die angreifen? Ja, guck mal, die Franzosen sind die, die sich jetzt gerade feindlich haben. Der kriegt jetzt aber gut auf die Fresse, weil er das Schiff angreifen wollte. Sehr schön. Tucken. Robber und rauf da. Und einen kleinen Stecher machen. Hüpfi und Stechi. Und. Was? Da ist er ausgewichen. Oha, wie gut ist er denn? Er ist nicht so schlecht. Ah, guck mal hier, ein französischer Besatzungsmitglied. Ist ein fähiger Quartiermeister, der auf See für Disziplin sorgen kann. Er lässt sich rasch überreden, sich unserer Besatzung anzuschließen. Sehr schön. Er kommt doch mit, Jungs. Kommt doch mit. Wir sind ja gleich da. Das Schiff mit dem englischen Navis angelegt. Das ist unser Gouverneur, ne? Musst du nicht dahin? Da vorne musst du hin, ne? Ja, komm. Reiß doch an da jetzt. Die holländische Stadt, da konnten wir eigentlich mal versuchen anzugreifen. So langsam kann man ja gar nicht fahren. Danke aufsuchen. Geheimnisvolle Fremde bietet euch ein holländisches Navigationsbuch an. Das Skelett. Dieses Buch verrät euch die Position vieler versteckter Siedlungen für nur 900 Goldstücke. Ja klar. Oh, nichts Neues. Ja, Gouverneur kommt da auch gleich. Reiß jetzt an da. Na schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Müsste jetzt unsere Beförderung sein. Sind wir ein Oberst? Verfolgt sich morgen, das ja, ist doch gut. Oh, oh, nee, die wollen wir nicht. Die wollen wir nicht. Endlich das Kartenstück. San Juan, da waren wir doch auch schon. Ah, doch, nehmen wir die mit? Doch, komm, kommt mit. Das Schankmädchen wirft euch einen freundlichen Blick zu. Herzlichen Glückwunsch, das Skelett. Aber gehört, ihr seid zum Oberst befördert worden. Nun ja, egal. Erwidert ihr bescheiden. Okay. Wie viele Leute haben wir denn jetzt bei uns? 155. Damit könnten wir mal hier
versteht er einen? Nehmt Französische am besten.